Das wäre für einen Herrn Lauterbach, den Gesundheitsminister von Deutschland, absolut unverständlich. Der gute alte Freund Lauterbach, wa? Also wenn es für ihn unverständlich wäre, dann ist es eigentlich wahrscheinlich logisch und verständlich. Denn die Schweiz stoppt die Injektionen. Also der Arzt, der injiziert, er muss dann quasi dafür haften. Und dann wird er sich natürlich zweimal überlegen, ob er injiziert. Gerade bei dieser dubiosen Substanz, die uns da injiziert wurde. Warum plötzlich überhaupt irgendwelche Erscheinungen und Nebenwirkungen? Und nebenwirkungsfrei, oder? Naja, das war eine Übertreibung, also die ich da einmal in einem missglückten Tweet gemacht habe. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, das spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, euch geht's gut. Liebe geht raus von mir und vom ganzen Livestream-Chat hier oben, seht ihr es. Herzen sind am Start, die Liebe aus dem Chat, The Love Gang ist in the building. Kommt gerne mal mit auf Twitch vorbei, Link natürlich unten in der Beschreibung. Und zwar gehen wir in ein weiteres Video von der guten alten Chrissy rein. Alt ist sie nicht, gut ist sie aber. Und zwar offiziell sämtliche Empfehlungen zurückgezogen und ab sofort haften Ärzte. Ich bin gespannt, um was es hier geht. Ich glaube, es geht um die ganze Corona-Pandemie-Situation, die wir hatten in den letzten 3 Jahren. Und ja, wir labern nicht weiter rum und gehen sofort ins Video rein. Let's get it und rein. So wendet sich das Blatt. Jetzt haften Ärzte dafür. Hallo meine Lieben, ich bin Chrissy und das... Hi Chrissy, ich hoffe, dir geht's gut. Was ich euch heute erzähle, das wäre für einen Herrn Lauterbach, den Gesundheitsminister von Deutschland, absolut unverständlich und er würde darin überhaupt keinen... Der gute alte Freund Lauterbach, wa? Also wenn es für ihn unverständlich wäre, dann ist es eigentlich wahrscheinlich logisch und verständlich. Sinn sehen, das, was die Schweiz jetzt gerade vorantreibt. Und das ist so wichtig. Schöne Grüße an der Stelle an die Schweiz raus. Ich liebe die Schweiz. Ich mag die Schweiz. Ich mag auch die Schweizer. Schweizer, fühlt euch gedrückt, ja, aus meiner Community. Ich liebe euch. Dich, damit wir einfach mal sehen, was machen eigentlich die Länder um uns herum? Ja, was machen diese? Und warum gehen wir so einen skurrilen Sonderweg dahingehend? Weil wir Sonderlinge sind als Deutschland. Das ist schon immer so, oder? Du weißt, fast die ganze Welt hat einen einheitlichen Weg gewählt, ja, und jeder in verschiedenen Ausprägungen. Und Deutschland gerade ein Vorzeigekandidat in dem, was eigentlich Lockdown auf hohem Niveau, Maßnahmen und vor allem die Länge dieser gesamten Dauer eigentlich alles bewirken kann. Und vor allen Dingen, wir wissen jetzt noch gar nicht, was es auch langfristig alles noch bewirken kann. So, ne? Ich meine, wir befinden uns jetzt in einem Jahr, so, ist jetzt ein Jahr ungefähr, oder? Seitdem es keine Es ist nicht mal ein Jahr, seitdem es keine Maßnahmen mehr gibt, so. Und wir wissen noch lange nicht, was es Langzeit, was es, Bro, wir wissen noch nicht, was es langfristig noch für Schäden mit sich bringt, diese ganze Lockdown-Situation. Vor allen Dingen auch mit der Psyche der Kinder. Ich glaube, das wird nochmal münden in ganz blöden Geschichten, so, weißt du? Also die langfristigen Nachwirkungen haben wir ja selber jetzt noch nicht erlebt. Und da kommt, glaube ich, auch noch mal ein bisschen was auf uns zu. Jedenfalls, heute geht es um die Schweiz. Denn die Schweiz stoppt die Injektionen. Sämtliche Injektionsempfehlungen wurden zurückgezogen. Krass. Feier ich? Das ist auch, ich weiß, warum ich die Schweiz mag. Können dieses umstrittene Mittelchen nur noch im Einzelfall unter bestimmten Bedingungen verabreichen. Tragen dann aber, und jetzt pass auf, das Risiko der Haftung bei Schäden. Krass. Also der Arzt, der injiziert, muss dann quasi dafür haften. Und dann wird er sich natürlich zweimal überlegen, ob er injiziert. Gerade bei dieser dubiosen Substanz, die uns da injiziert wurde, als Corona-Impfstoff in Anführungszeichen. Ja. Wow. Also das ist wirklich heftig. Und in Deutschland, da habe ich ja auch schon ein Video dazu gemacht, ist es so, dass es ein neues Gesetz gegeben hat, also in der Vergangenheit, das ab 2024 in Kraft tritt und dabei diese Haftung auf den Bürger übergeht. Ich schwöre dir was. Was, Bruder? Ja, frage dich nicht, wie das sein kann. Ich habe das richtig schön. Die Haftung soll auf den Bürger übergehen, der sich impfen lässt, oder was? Bruder, die... Schweiz ist nicht weit, Freunde. Wenn ihr es möglich machen könnt, wenigstens in die Schweiz. Aufgedröselt in diesem Video. Ich kann es dir gerne verlinken. Hier oben einfach. Ja, das würde ich mir gerne auch nochmal zu Gemüte führen. Heftig. Versteckter Zugriff auf Privatvermögen der Bevölkerung.
Ja. Muss auf die Liste drauf. Draufklicken und dann kannst du es dir mal anschauen. Kann man da draufklicken oder was? Wie? Stimmt gar nicht. Ist hier. So. Ein neues Täppchen auf hier. Oh, ein neues Täppchen aufgemacht hier. Täppchen. Das Ganze funktioniert. Also du siehst, wie unterschiedlich die Wege einfach sein können. Das BAG, also das Bundesamt für Gesundheit, teilt dazu kurz und knapp, aber ebenso unmissverständlich mit, die Haftung liegt bei der Ärztin bzw. dem Arzt. Weiter schreibt die Behörde dem medizinischen Personal ins Stammbuch, insbesondere für Meldung schwerwiegender und oder bislang unbekannter Injektionserscheinungen, besteht nach Artikel 59 des Heilmittelgesetzes eine Meldepflicht. Warum plötzlich überhaupt irgendwelche Erscheinungen und Nebenwirkungen? Ich dachte, und das hat doch der Gesundheitsminister nebenwirkungsfrei, oder? Definitiv klar festgestellt. Hilft doch auch sicher gegen Corona, oder nicht? Also die eine Impfung. Nein, nein, die zweite meinte, nee, dritte, vierte meinte ich. Das ist so. Wacht auf. Was nicht gibt. Null. Er hat das wirklich betont. Keine. Nicht wenige, minimal. Ja, aber ey, Chrissy, das darfst du auch nicht so kleinlich sehen. Der hat sich da mal kurz vertweetet. Weißt du, wie ich meine? Der hat sich in einem Tweet falsch ausgedrückt. Das kann man ja nicht, weißt du, wie ich meine? Kann man ja jetzt nicht so als bare Münze nehmen, so. Ne? Sonst was? Keine. Deswegen, natürlich bin ich jetzt genauso wahrscheinlich wie du verwirrt. Was soll denn das? Gibt es etwa doch welche? Vielleicht hast du auch noch nicht die Aussagen des Charité-Vorstandsvorsitzenden Hejo Krömer. Ein missglückter Tweet, Bro. Ey, ich krieg das nicht. Das war für mich das einer der heftigsten Memes, die ich jemals gesehen habe, ne? Ein missglückter Tweet. Warum haben Sie, Herr Lauterbach, im Sommer 2021 noch behauptet, dass die Impfung nebenwirkungsfrei sei? Naja, das war eine Übertreibung, also die ich da einmal in einem missglückten Tweet gemacht habe. Ja, da bin ich eigentlich komplett raus, sag ich dir ehrlich, Bro. Das war einmal kurz eine Übertreibung, die ich da einfach so in dem Tweet gemacht habe. Bro, du bist verfickter Gesundheitsminister von Deutschland. Kurz mal vertweetet oder was, Bro? Macht euch das bewusst, was hier gerade erzählt wird. Ich schwöre dir. Am 28.02. diesen Jahres gehört. Und ich denke, am besten hörst du da mal selber rein. Rolle der Gesundheitswirtschaft teile ich zu 100%. Wir müssen dann gemeinsam darauf achten, dass es da ein komplettes Ökosystem gibt. Und dafür muss dieser Puzzlestein Digitalisierung eingefügt werden. Ein Satz noch dazu. Deutschland hat wesentlich dazu beigetragen, dass man mit Covid umgehen konnte. Der Impfstoff. Ja, nee, ist klar, Bro. Hier entwickelt worden. Wie der gewirkt hat. Na, der ist hier entwickelt worden. Na geil, Dicker. Wussten wir nicht. Wissen wir bis heute nicht. Haben wir aus Israel gelernt. Sie haben die aktuelle Diskussion, was der Impfstoff eigentlich für Nebenwirkungen hat. Wissen wir leider auch nicht, weil wir keine elektronische Patientenakte haben. Und damit ist aus meiner Sicht klar, die Bedeutung Gesundheitswirtschaft ist herausragend. Wir müssen aber sehen, dass es ein Ökosystem ist, was wir komplett auch in unserem Land zusammenbauen können. Und das wird... Also er sagt... Diese Injektion wurde hier entwickelt. Wie sie gewirkt hat oder wie sie wirken wird, wussten sie nicht. Und das wissen sie bis jetzt nicht. Was die Injektion für Nebenwirkungen hat, wissen sie leider auch nicht. Und eine kleine Anspielung auf die digitale Überwachung, Gesundheitsüberwachung, daraufhin, dass man sagt, ja, das konnten wir ja gar nicht wissen, weil die Leute sind ja gar nicht so weit, dass sie sich digital gesundheitlich überwachen lassen. Sonst hätten wir es gewusst. Denn, auch darüber habe ich schon berichtet, Lauterbach hat hier kleine Deals abgesetzt, dass eben diese digitale gesundheitliche Gesundheitsakte, wo er ja dafür schon die ganze Zeit plädiert, dass das mal in die Gänge kommt, diese soll dann auch direkt an die Pharma weitergereicht werden, ja, damit man hier einen schönen Austausch hat. Und gerade das meint er ja. So Leute, ich meine, wir veranstalten hier eine große Show. Ich meine, es war eine riesen wichtige Pandemie. So. Und danach geben wir euch das Allheilmittel. Aber wir können das gar nicht überwachen, was es dann mit euch macht. Und deswegen bedarf es dann noch der digitalen Überwachung. Damit du dann ganz genau das Ergebnis hast und sagst, gut, schlecht, wie auch immer, natürlich gut. Ja, wie wäre es, wenn wir aus diesem Kreislauf komplett aussteigen? Aber wie wäre das? Nur ein Hinweis von meiner Seite. Stimme ich dir hundertprozentig zu, Chrissy. Nur mein.
Ich bin dabei. Meinung natürlich. Was ich aber damit sagen wollte, grundsätzlich, wann folgen eigentlich andere Länder? Wie Deutschland oder Österreich zum Beispiel. Aber du weißt ja, in Deutschland, da gibt es schon andere Regelungen, wie ich in dem anderen Video schon gezeigt habe. Ja, so sieht es aus, die pure Realität. Und es kommt jetzt eins nach dem anderen raus. Und ich muss sagen, jetzt wirklich, wenn du jetzt einfach so ein ganz Durchschnittsmensch bist, der bis jetzt noch nicht sich irgendwie anderweitige Gedanken gemacht hat, alles... Oh shit, paar Hater im Chat. Ich liebe euch. Möge Gott euch recht leiten, meine Judsten. ...glaubt hat, alles in sich rein injiziert hat, was denn so geht... Muss man denn nicht da spätestens, wenn so ein Charité-Vorstandsvorsitzender sagt, ja, wir haben doch eigentlich gar keine Ahnung gehabt. Wir haben auch keine Ahnung, was das jetzt macht und so weiter. Müsste man nicht spätestens jetzt sagen, so, ey, wow, wow. Und was war ich dann in diesem Aspekt? Genau so, wie du es eingeblendet hast. Versuchskaninchen nicht in, man. Und das ist halt heftig. Aber nein, das fragen wir uns nicht. Denn dann müsstest du ja selbst erkennen, dass du idiotisch und nicht selbst gehandelt hast. Und über diesen Schatten zu springen, um zu sagen, das war einfach falsch, das wäre ja absolut mutig dann. Tja, mutig ist so eine Sache. Viele Menschen sind eher verängstigt und nicht. Googelt das Wort German Angst, meine lieben Freunde. Gerade bei uns in unseren Ländern halt, leider. Und diejenigen, deswegen Hut ab, die das gemacht haben und daraus gelernt haben, wundervoll. Behalte das für die Zukunft und... Hundertprozentig, nächste Pandemie wird kommen, der nächste Shit, gegen den du dich impfen lassen sollst und wo du QR-Codes irgendwo mit hinnehmen sollst und wo wir gespalten werden. Die nächsten Themen sind gekommen und die werden auch in Zukunft weiterhin kommen. Deswegen ist es wichtig, bewusst zu sein. Bewusst zu sein im Umgang mit allem in deinem Leben. Wende das für immer an. Aber diejenigen, die immer noch in diesem kleinen Tunnel leben und sagen, nee, war schon alles richtig, das hat schon passt, so wie ich es gemacht habe. Das hat schon passt, oder was? So wie ich es gemacht habe. Ja, vielleicht solltet ihr mal die Scheuklappen ein bisschen zur Seite ausrichten und ein bisschen weiterdenken als so. Die süße Chrissy, fühle ich. Was ich dir noch sagen wollte, hast du eigentlich schon auf meinem Zweitkanal vorbeigeschaut? Chrissy Rieger 2 heißt der. Einfach. Ach Mensch, Chrissy hat auch einen zweiten Kanal, oder was? 2 dahinter. Ja, da gibt es auch ganz, ganz genau Videos und täglichen Inhalte. Aber ich wollte einfach so ein bisschen... dass wir ein bisschen vernetzter sind, ein bisschen weiter. Deswegen würde ich dich bitten, lass doch dort auch ein Abo da. Schau da auch immer wieder mal rein. Ich küsse dein süßes Herzchen, meine liebe Chrissy. Checkt auf jeden Fall Chrissys zweiten Kanal auch ab, meine lieben Freunde. Die Werbung können wir natürlich weitertragen. Wieder sehr gut, schön zusammengefasstes Video, würde ich sagen. Hat Spaß gemacht. Feiere ich auf jeden Fall. Chrissy, gute Frau. Oder Freunde, was sagt ihr? Also das auch mit dieser Geschichte, dass in der Schweiz jetzt ein Gesetz kommt oder kommen soll oder schon gekommen ist, weiß ich gar nicht, was die Ärzte haftbar macht, beziehungsweise, dass man das jetzt auch nicht mehr einfach so initiieren darf, weil die halt wahrscheinlich auch festgestellt haben, dass so viele Nebenwirkungen damit dranhängen und somit die Ärzte dann selber haften müssen und sich dann zweimal darüber nachdenken, ob sie das überhaupt initiieren sollen, ist eine gute Sache. Na? Ist eine gute Sache. Sollte es eigentlich in Deutschland auch geben, aber ja. Wir wissen ja, Deutschland ist schwer. Schwierig. Als Deutschland überhaupt souveräne Entscheidungen zu treffen, schwierig. So. Schweiz ist halt wirklich souverän. So, ne? Die können ihre eigenen Entscheidungen treffen und die beziehen auch bei vielen Entscheidungen das Volk mit ein. Und das ist eine Sache, die ich sehr gut finde. Deutschland ist halt nicht souverän. So. Wir müssen alle Entscheidungen erstmal mit unserem Papa Amerika absprechen und noch mit allen anderen in der EU auch. Und deswegen ist schwierig, in Deutschland solche Geschichten überhaupt durchzuziehen.